Willkommen, willkommen, willkommen in der Bastelgarage, liebe Freunde. Und heute geht's mal hier, da habe ich mir selber mal was gegönnt. Da bin ich eigentlich schon länger dran, weil ich zeige euch das mal gerade hier. Zunächst einmal, das ist mein altes Gestell. Und hier habe ich mir dann die Lampen dran gebaut für die Beleuchtung. Das ist mittlerweile hier ein bisschen ausgelutscht, würde ich mal sagen. Das rutscht teilweise von selber runter. Die Arme hier sind zum Verstellen. Und ja, das funktioniert, aber müsste hier mal dringend, das wackelt hier. Das müsste dringend erneuert werden. Hier unten habe ich das Problem, dass die Füße hier über 90 cm auseinander sind. Das heißt, ich muss hier im Umkreis von 90 cm, ich kann es ein bisschen zusammenschieben, so auf 70 oder 80 cm, aber dann brauche ich doch etliches an Platz, damit das Stativ also wirklich gut und fest steht. Und die drei Beine, mit denen bleibe ich ständig immer irgendwo hier oder hier auf der Seite bleibe ich immer hängen. Dafür habe ich dann jetzt hier, das sind hier oben ja etwas mehr, 41 cm, unten glaube ich sind es 45 cm Durchmesser. Also ich habe die Hälfte an, am Umfang, den ich mit diesem normalen Gestell habe. Ja, und wie gesagt, das Ganze ist nicht so unbedingt, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Das ist einfach lästig. Und jetzt habe ich mir dieses Teil hier gebaut, tatsächlich für hoch und runter zu fahren. Man kann das Kamerastativ hier ausfahren. Die Kamera an sich, die kann gekippt werden, gedreht, nach oben. Ich kann sie sogar, wenn ich das möchte, seitwärts kippen. Ja, dann bekommt man seitliche Bilder. Und vor allen Dingen ist es für mich interessant, wenn ich mal auf dem Tisch etwas mache, kann ich die Kamera senkrecht nach unten stellen und von oben etwas filmen. Das hat für mich eine ganz neue Perspektive. Und wie ich das gebaut habe, das will ich euch nur mal ganz schnell zeigen. Um das Ganze herzustellen, habe ich mir erstmal hier diese Endkappen KG-Rohre, die kommen normalerweise auf Abwasserrohre drauf. Das ist 125 mm Durchmesser. Davon habe ich mir 4 Stück besorgt. Dann hier eine, ja, wie soll man sagen, ein Eimer ist das nicht. Das ist ein Anrührgefäß, ein 40 Liter Anrührgefäß. Hier habe ich eine Holzplatte, da kommt das Ganze dann drauf. Dann habe ich noch hier diese 12er 120 mm langen, nee, Entschuldigung, sind 10 mm dick und 120 mm dicken Schrauben mit den passenden Muttern dazu. Und dann habe ich noch hier diese Lenkrollen, die haben 75 mm Durchmesser und hier kommt die Schraube durch. Zunächst einmal lege ich das Ganze hier auf dieses Brett drauf, richte das ein bisschen aus, dass der Rand nicht allzu stark übersteht. Und mache jetzt mit einem Edding hier, zeichne ich mir mal an, wo das ganze Teil ist. So, das hier ist ja jetzt der äußere Rand und ich brauche ja den inneren Rand. Deshalb habe ich mir jetzt einfach mal so ein Stück Holz, das ist ein bisschen größer. Ich muss ja auch ein bisschen Abstand vom Rand haben und mache mir dann hier einen Abstand. Und dann hier in der Standbohrmaschine ein 10er Loch reingebohrt. Dann hier eine Mutter drauf gemacht, im Abstand von 3 cm. Das in den Schraubstock eingespannt. Und dann hier krumm geklopft. Die Schraube kommt dann einfach von hier oben rein und wird von unten mit der Mutter festgeschraubt. Ich habe jetzt hier in so auch so eine Endkappe ein, ich glaube, 20 mm Forstnerbohrloch reingebohrt, habe mir hier die Mitte von dem Brett angezeichnet und werde das jetzt mal hier mit so ein bisschen Silikon, Acryl, was auch immer, nur mal gerade provisorisch festkleben. Durch das Loch in der Mitte kann man hier schön sehen, wo genau die Mitte ist, so dass ich hier am Rand auch diese Teile, die hatte ich mir vorher hier angezeichnet, ich habe das ein bisschen ausprobiert,
Da kommt jetzt hier auch ein bisschen von dem Kleber drauf. Und so mache ich das dann mit allen vier Teilen. Dann habe ich mir hier so eine Eisenkonstruktion, da kann man nicht sagen, das ist eigentlich dünner Draht, der zu einer Matte geflechtet ist. Und das soll verhindern, dass der Beton nachher auseinanderplatzt oder reißt, wenn ich das gieße. Und jetzt gehen wir weiter mit dem Deckel, der da drauf kommt. Und zwar habe ich den Eimer jetzt verkehrt rumliegen. Da bohre ich mir jetzt hier oben ein Pfostenloch rein. Und säge mir dann hier oben mit der Stichsäge den Rand raus. Das heißt aber hier diese Schräge, die wird zur Stabilisation noch drauf gelassen. Also ich schneide das hier oben drauf. Den Unterrand mache ich jetzt auch mit ein bisschen Acrylat bzw. Silikon. Und stülpe den Eimer jetzt hier über meine Konstruktion. Jetzt muss man nur darauf achten, dass die Metallteile nicht an den Rand kommen, weil die ja sonst rausstehen würde, dass also hier etwas Luft zwischen ist. Damit beim Befüllen nichts verrutschen kann, kommen jetzt zusätzlich hier außen einige Schrauben rein. Das hier ist jetzt diese große Stange, die in das Teil reinkommt, wo nachher an der Gans alles dran festgemacht wird. Und da bohre ich jetzt einfach mal ein paar Löcher rein. Und dann setze ich irgendwelche Schrauben da rein, nur dass das hält. Ich habe jetzt die ganze Konstruktion hier auf den Boden gestellt. Hier ist das Teil mit den vielen Schrauben drin. Das versuche ich jetzt mal hier zwischen dem Draht rein zu manövrieren. Das klappt doch schon ganz gut. Versuche das in die Mitte zu setzen und mache das hier mit einer Schraubzwinge fest. Schauen wir mal. Das hier ist Schnellzement oder Schnellbeton und den füllen wir jetzt mal hier rein. Schütten in meinem Fall ungefähr 3 Liter Wasser darauf und rühren das Ganze durch. Nun füllen wir das Ganze einfach da rein. Ich habe jetzt einen zweiten Sack angerührt und hier reingetan. Jetzt muss das Ganze ein bisschen gestampft werden, damit die Luft, die da drin ist, noch entweichen kann. Damit sich auch der Beton schön überall hin verteilt. Jetzt habe ich das Ganze hier schön brav gefüllt und das muss jetzt einfach nur trocknen. Und dieses Rohr hier, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier, das ist ja dieser Galge, der quer hier dran kommt, ob ich den in der Länge brauche oder ob ich noch einen zweiten, nämlich mit einem kürzeren, brauche. Und das kürzere Stück soll dann hier zur Aufbewahrung hier reingestellt werden. Das Ganze hier ist über Nacht getrocknet. Also ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Nach 10 Minuten war tatsächlich der Beton, fing schon an hart zu werden. Also so, dass sich die Stange schon nicht mehr bewegt hat. Also das ist richtig stabil. Ich zeige euch mal im Schnelldurchgang das Auspacken. Jetzt kommen diese Räder darunter, das heißt, ich mache hier eine Unterlegscheibe, das Rad, noch eine Unterlegscheibe und einen Sprengring und setze dann hier die Mutter drauf. Das kann ich jetzt richtig schön hin und her fahren.
Das kann man drehen, ganz so wie man möchte, ziemlich leichtgängig. Natürlich darf man nicht vergessen, dass das hier jetzt 50 Kilo sind. Das ist auch noch nicht ganz trocken, also es wird ein bisschen mehr haben. Und das muss natürlich auch erstmal bewegt werden. Und direkt weiter geht's jetzt mit diesem, ich glaube, das nennt sich ein Galgen. Also hier kommt dann nachher die Kamera drauf. Und das Ganze muss natürlich jetzt irgendwie hier dran, und zwar so, dass das verschiebbar ist. Dafür habe ich mir schon ein paar Hölzer zurechtgeschnitten, um das Ganze ein bisschen abzukürzen. Ich denke, ihr wisst, wie es aussieht, wenn man ein Brett dazu schneidet. Habe ich das Ganze schon mal ein bisschen vorbereitet. Zunächst einmal möchte ich mir hier eine Ablage auch nachher drauf machen. Dafür habe ich mir jetzt in dieses Holz hier ein eckiges Loch reingeschnitten. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Das mache ich mit dem Multischneider. Kann man natürlich auch anders machen. Kann jeder machen, wie er möchte. So, und das kommt dann später hier so drüber, und da habe ich hier eine Ablage und hier liegt der Arm auf. Das ist jetzt dieses Brett. Dann habe ich mir hier drei Hölzchen zurechtgeschnitten. Die kommen hier an der Seite so drauf, und zwar habe ich hier diesen Arm, und das Ganze passt dann über den Arm drüber und das kann man da hin und her schieben. Das kommt so hier drauf. Und das verschraube ich mal gerade. Hier ist ja das Loch drin, wo der Hauptträger, wo das nachher rauf und runter gefahren wird. Da habe ich mir auch ein paar Hölzer zurecht gemacht. Die kommen hier hin, die schraube ich mal gerade fest. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite auch noch. So kann jetzt hier drin der Hauptmast, am Hauptmast kann das rauf und runter laufen. Dann wird das Ganze hier von vorne noch zugemacht. Und hier unten, da habe ich mich verbohrt. Und zwar möchte ich nachher hier einen Rand drum bauen. So, damit das, was ich hier reinlege, nicht weggeht. Damit das hier drin liegen bleibt. Und wenn ich jetzt da die Schraube reinmachen würde, hier, das wird ja von unten verschraubt. Es kann ja sein, dass ich später irgendwann mal hier dran muss. Dann nehme ich einfach hier die Schrauben, ziehe das weg und dann komme ich jederzeit dran. Dann brauche ich nicht diese ganze Umrandung wegzumachen. Die schraube ich übrigens jetzt auch gleich nochmal von unten drunter fest. Zeige ich euch aber nur das Endergebnis. So, ich bin jetzt soweit erstmal durch. Wie gesagt, hier habe ich jetzt meine Ablage, da kann ich was reinlegen. Und ich drehe das mal ein bisschen, dann kann man das sehen. Und das werde ich jetzt hier an den Mast, an den Träger dran machen. So, wenn das Ganze jetzt hier drin steckt, läuft das hier rauf und runter. Und das muss ich ja irgendwie festdrehen, damit ich das auf einer bestimmten Höhe festmachen kann. Da habe ich mir jetzt hier schon angezeichnet, auf der Seite für diesen Stab hier. Und hier unten, da kommt dieser längs, dieser Galgen kommt da rein. Da muss auch einer rein. Mache ich in beide eine Rampermuffe rein und das bohre ich mir gerade auf. Dann habe ich gerade gesehen, hier drin ist das, wo ist es? Das Holz gesplittert. Und zwar steht da alles vor. Und deshalb baue ich das Ganze nochmal auseinander und habe mir überlegt, dass ich die Rampermuffe nicht von außen hier reindrehe, sondern dass ich die von der Innenseite reindrehe. Das ist vielleicht besser. Und Deckel wieder drauf. Und da können wir jetzt ganz toll den Griff hier reinmachen. Und der drückt dann hier innen drin gegen das Metall, und damit kann man das ganz toll festmachen. Werden wir das Ding mal probeweise da drauf machen. Jetzt fehlt mir natürlich hier oben die Deckenhöhe, für das da drauf zu schieben, aber das macht nichts. Das legen wir hier so ein bisschen schräg. So, und dann können wir das genau hier so hier zum Beispiel mit festschrauben. Das, was jetzt noch fehlt, ist dieses Teil, wo hier die Kamera drauf kommt. Das schieben wir hier rein. Und auch das lässt sich dann, ich drücke das mal gerade ein bisschen, so, das kann man prima hier ganz nah ran oder ganz weit rausfahren.
und hier kommt die Kamera drauf und damit kann ich dann alle möglichen Sachen filmen, so wie ich das brauche. Um den Arm dann festzustellen, dreht man einfach hier diese Schraube fest. Das ist dann, um den hier festzumachen. Ich habe ja jetzt hier eine 1 Meter lange 14x40 mm Aluschiene. Und wenn man die tatsächlich bis hier zum Anschlag, ja, weiter darf ich nicht, rauszieht, ich gehe mal hier auf die Seite, hier, selbst dann bleibt das Ganze stehen. Es wackelt zwar ein bisschen, wenn man jetzt Druck drauf gibt, aber es kippt nicht. Ja, also, top. Muss ich mich selber mal loben, habe ich prima gemacht. Also irgendwie bin ich richtig froh, dass ich dieses Ungetüm eigentlich nicht mehr benutzen muss. Das war nicht schlecht, das Ganze, das will ich gar nicht sagen, aber das, was ich jetzt habe, ist vielfältiger und viel, viel einfacher einzusetzen. Es hat viel, viel Spaß gemacht, das zu bauen und ich wollte euch gerade noch zeigen, ich habe jetzt auch zwei Lampen angebracht. Das kommt jetzt gleich hier oben. Und damit kann ich die ganze Sache dann auch ein bisschen besser ausleuchten. So bleibt mir auch für heute nichts anderes zu sagen als habt vielen Dank, bleibt mir gewogen, bis demnächst. Gruß aus der Bastelgarage, euer Jürgen. Ciao.